Hey Leute, was geht? Karnivor Spiel Maps und Games und Leute, willkommen zu unserem neuen Minecraft Playmobil Kinderklinik Projekt. Wir werden die Playmobil Kinderklinik nachbauen, in direkter Nachbarschaft zur Luxusvilla. Und da ist Familie Vogel. So, und wie ihr merkt, ich habe das hier wieder abgebaut. Warum? Weil der Eingangsbereich viel zu eng wurde. Wir werden das ein bisschen größer gestalten. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier bis hier hin. Da brauchen wir jetzt erstmal nochmal ein kräftiges Fundament. Ich denke, die Breite sollte dann auch mal reichen. So, dann haben wir hier und dann haben wir hier Zugang oder Eingang. Gibt es hier eigentlich noch eine Stufe irgendwie in dieser Optik? Sandsteinstufe. Perfekt. Dann kommt die auch noch hier hin. So auf halber Höhe. Genau. So. So hätten wir das dann. Ich denke, dass die Breite eigentlich reichen sollte für den Eingangsbereich. Da kommen jetzt die Türen zumindest und die oberen Fenster. So, Tür sieht wie folgt aus. Wir brauchen einmal von hier würde ich sagen, so. Perfekt. Dann ist hier die Mitte, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Dann glaube ich, bleibt es irgendwie hier. Ja. So. Das mal an, ja. Dann brauchen wir hier eigentlich noch gelbe Blöcke irgendwie. Die kommen hier in die Mitte, würde ich sagen. Das sind die Türgriffe. Wie hier. Ja. Und dann haben wir hier oben noch ein bisschen was. Okay, dazwischen haben wir dann weiß auf jeden Fall. Und vielleicht zwei Blöcke hier und dann kommt ein riesiges Fenster noch hin. Und die gesamte Breite. Jetzt kann ich direkt bis da nach unten gehen. Schauen wir das noch kurz an und dann gibt es hier in der Mitte sonst, glaube ich, noch. Ich glaube, das lasse ich so. Dann kommt hier überall noch weiß daneben. Was für die Wand hier. Oder Mauerwerk, wie man es nennen mag, keine Ahnung. Dann hier auch. Hätten wir zumindest den Eingangsbereich schon mal. Und dann müssen wir das gleiche eigentlich was wir auf der linken Seite haben, müssen wir dann auch eigentlich vor rechts machen. Ja. Sodass der Eingangsbereich zumindest schon mal steht. Okay, also wir haben es jetzt bis hierhin hinbekommen, ne? Und das zweite Obergeschoss wird dann so nach vorne ein bisschen mehr sein. So, wir werden das gleiche jetzt hier nochmal machen, aber hier haben wir es jetzt ein bisschen anders. Hier haben wir jetzt eher dieses graue Ding. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall noch ein paar fehlen. Ne? Und das machen wir jetzt auch.
Aber wir machen das jetzt ein bisschen schneller, ne? Weil ich habe auch nicht so viel zu erzählen, weil wir müssen jetzt hier ja erst noch bauen. Ne? Ich denke, das sollte soweit reichen. Okay, und dann mache ich hier noch das zweite Sandsteinlinie, so nenne ich sie jetzt mal. Und dann geht's weiter. Hier wird es eher grau, ne? Mit orangenem Fenster, aber das werden wir dann am Ende des Videos auch nochmal sehen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller für euch. Und dann sehen wir uns später. Also wir hören uns später wieder, ne? Jetzt geht's erstmal ein bisschen schneller voran. Okay, Leute, so, ich mache hier noch ein paar Glasscheiben rein, die anderen mache ich dann offline, werdet ihr dann im nächsten Teil sehen, wo ich dann, oder auch wie ihr auch schon auf dem Thumbnail gesehen habt, na, da habe ich die Dinger schon fertig, na, der Thumbnail entsteht natürlich immer, wenn das Ding hier fertig ist, damit ihr schon wisst, was auf euch zukommt. Na, hier kommen die auch noch drin, und was mir aufgefallen ist, das sind ja eher gelbe Fenster, ne? Das sind so gelbe Gitter, deswegen kommen hier auch noch gelbe Gitter eher dran und das ist eher orange, ne? Leute, was sagt ihr jetzt zum Eingangsbereich der Kinderklinik? Hier kommt jetzt noch ein zweites Obergeschoss rein. Ne? Ich würde aber sagen, wir fangen beim nächsten Mal erstmal mit dem Eingangsbereich hier an. Ne? Da geht es dann so ein bisschen weiter, wenn ihr denn wollt. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, kein Problem. Lasst so ein Abo da. Ne? Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, bei den Glasscheiben hier, ne, bevor wir das jetzt beenden, ne? Das dauert echt lange immer, ne, weil ich da nicht so gut mit klarkomme. Also hier auf den Blöcken geht's, ne, sobald es dann hier so ein bisschen frei wird, habe ich das Gefühl, brauche ich immer ein bisschen mehr Übung. Wobei jetzt geht's eigentlich. Ne? Ja, hier kommt dann irgendwie nach vorne. Ne, wisst ihr, was ich meine? Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich mache das fertig und dann... Hören wir uns, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Kahn und Glocke aktivieren, abonnieren, ihr wisst Bescheid, Leute. Standardspruch, bis zum nächsten Mal. Ciao!